Ein herzliches Willkommen zurück in immer noch Radiant City. Aber der letzte Part aus Radiant City, hoffe ich zumindest. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg in die Stadt, um dann alles in den Helikopter zu schmeißen, dann rüber zu fliegen. Gucken, ja. Ein bisschen Sand können wir noch mitnehmen. Dann haben wir eigentlich erstmal echt ordentlich Sand für Glas. Da können wir brennen bis zum Umfallen. Das ist schon echt gut. Ein bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht, aber wir haben jetzt ja in Radiant City auch so überhaupt nichts mehr an Kohle. Also es ist schon merkwürdig. Was haben wir hier denn alles für Mist in der Tasche? Na gut, jetzt geht's erstmal zurück. Irgendwo in die Richtung. Ja, hier ist doch schon ein bisschen mehr Sand. Ich würde aber trotzdem, wie gesagt, gerne in eine andere Richtung dann gehen, in die Wüste. Ich mache mir aber trotzdem mal einen Punkt. Ich weiß überhaupt nicht, gibt es da eine Schnelltaste für? Ich muss da mal gucken, ob da irgendwie drauf zugreifen kann. Sand. So, okay. Ja, doch, da ist schon einiges an Wüste wohl noch, so wie es aussieht, ne? Ja. Ja, das ist doch gut. Guck mal, ob wir hier so ein bisschen außen lang können. Dass wir nicht durch den Wald müssen und berghoch, bergunter. Finde ich nämlich ein bisschen doof. So. Mensch, wir hätten gar nicht so weit laufen brauchen. Verdammt. Hier wäre schon alles Sand gewesen. Ja, so kann es einem gehen, ne? Dann latscht man sich die Füße platt. Ja, aber das ist hier auch mehr Strand. Also Wüste ist das nicht. Das ist eher Strand. Jetzt müssen wir dann doch irgendwie durch den Wald. Hühner. Ich versuche jetzt einfach nur zu laufen, um mich nicht ablenken zu lassen. Und wir haben das Inventar sowieso so voll, dass ich eigentlich gar nichts mehr mitnehmen kann. So. Schafe, die können wir noch. Oh Gott, durch Wasser laufen ist doof. War ja schon eine Ecke, die wir gelaufen waren, ne? Also es wird jetzt schon eine Weile dauern. Schafe! Zumal, wenn ich mich immer von den Schafen ablenken lasse. Aber wir können das... Braune Wolle konnten wir gar nicht mehr einsammeln. Wir können ja Schafe nun mal sehr gut gebrauchen, ne? Also weiße Wolle ist ja wirklich Mangelware. Okay, so. Hier kommen wir nicht durch. Wir hauen uns einfach einen Weg frei mit unserer Schere. Na. So.
finde das ein bisschen schade, dass zum Waypoint keine Meteranzeige ist. Also wie viel Meter wir jetzt noch entfernt sind. Wäre ganz cool zu wissen irgendwie. Aber es gibt da auch ein Update von der Map. Ich muss mal gucken, dass ich das mal die Tage noch mache. Oh, ganz hoch hier. Sowas. Lauf. Lauf, lauf. Oh. Mm. Toll, in ein Loch gefallen. Es wird schon wieder dunkel. Oh Mann. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Klar, ich will jetzt nicht unbedingt durchs Wasser laufen. Da braucht man noch ein bisschen länger, wie wenn man hier auf dem Festland umzuläuft. Ein Zombie. Und ich kann schon wieder nicht mehr schnell laufen. Ich ignoriere jetzt diese Schafe. Denn ich will nach Hause. So. Skelett, nee. Ist mir egal. Du bist mir egal. Ich will nicht mit dir kämpfen. Mensch, wir sind ganz schön weit gelaufen. Eine Höhle. Hm. Zu jedem Berg denke ich irgendwie, ja, könnte ja die Stadt auftauchen. Tut sie dann irgendwie nicht, aber hier taucht Eisen auf. Was ich nicht mehr mitnehmen kann. Dann schmeißen wir doch die Dinger einfach weg, die braucht kein Mensch. So. Oh, Kürbisse. So. Kaninchen. So, jetzt, da oben ist Kohle. Es kann so langsam mal die Stadt auftauchen. Aber ich hab dir überhaupt nichts getan. Also hier gibt's ordentlich Kaninchen. Und Schweine. Und Bäume. Oh, aber weit und breit keine Stadt. Oh, ist das übel. Es ist echt weit gelaufen. Aber jetzt hier hinter diesem Berg. Hinter diesem Berg taucht jetzt gleich die Stadt auf. Wenn wir uns einen Weg durch das Dickicht hier gebahnt haben, kommt man kaum durch. Und? Ein Creeper, zwei Creeper. Jetzt, ja, das sieht gut aus. Hier sind auf jeden Fall mal... Ja, ich sehe Lichter. Ich sehe unseren Flughafen. Yay, endlich zu Hause. Okay, gut. Dann schmeißen wir doch schon mal alles in den Heli, was wir jetzt dabei haben. Und dann gehen wir noch unsere Sachen auspacken. Da ist ein Schaf ohne Fell. Oh
Gott sei Dank, wir sind zu Hause. Da ist ein Tor. Ach ja. So. Dann packen wir doch den ganzen Sand da rein. Da haben wir auch noch Sand. So. Da machen wir den Kobel rein. Das ist bemoostert. Den brauchen wir wohl da nicht. Das ist jetzt alles normaler Kobel. Das haben wir für drüben. Oh, den Ton können wir auch noch mitnehmen. Das ist ganz gut. Laub brauchen wir nicht, ein bisschen Kohle. Gut. Und dann gehen wir den Rest auspacken. Wir sollten uns hier mal eine Kiste im Flughafen irgendwo hinstellen, wo wir unser Zeug lassen, wenn wir rüberfliegen. Also irgendwo... hier, was weiß ich, irgendwo ins Eck halt. So, meine Kiste hinstellen. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und bringen dann unser Zeug weg. Oh Gott, hier ist alles voller Monster. Und ja, dann fliegen wir rüber. Ich würde jetzt erstmal ins Haus gehen, um einfach zu gucken, was haben wir da noch an Vorräten. Denn da sind die Kisten ja auch relativ voll. Vielleicht kann man da noch irgendwas von mitnehmen. Aber erstmal schlafen. Na, lassen wir offen. So. Gut, dann gehen wir mal gucken, was wir hier noch in den Kisten haben. Man eventuell mit rübernehmen könnte. Das machen wir jetzt im Moment nicht. Oh, die ist leer. Dann nehme ich doch die hier jetzt erstmal als Inventarkiste. Alles das, was ich so bei mir trage. Ach so, meine Rüstung. Die können wir anlassen. Ist nicht so schlimm. Hier haben wir noch Holz, Eichenholz, Ziegel. Einer. Kobbel können wir noch mitnehmen. Die paar Stacks da. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir gar nicht hier aus dem Haus mitnehmen. Woanders habe ich großartig nichts mehr. Also wir müssen wirklich mal ein bisschen farmen und noch ein paar Läden machen und die dann mal auffüllen, dass wir tatsächlich auch irgendwo unser Zeug immer sortiert haben. Ja, dann würde ich sagen, ab in Hubschrauber und rüber nach Radiant Oceana. Hier haben wir nun ja auch einiges schon geschafft. Machen wir dann weiter, wenn wir wiederkommen. Und dann fangen wir dann auch mit dem ersten Gebäude hier an. So, jetzt kriege ich Hunger. Und das kurz vorm Flug. Naja, wird schon passen. Ich werde schon nicht verhungern. So. Dann das noch da rein. Und dann sehen wir uns in Radiant Oceana. Bis denn. Ciao, ciao.